Zeit ist Geld. Aber wie verbinden Sie das jetzt mit dem Renngedanken? Da müssen Sie ja manchmal auch noch verzögern, da sind Sie ja zu früh da. Manchmal bin ich zu früh da, aber ich... Dann warten Sie eben. Dann warte ich an der Straßenecke eher. Ist natürlich sehr zum Leidwesen der... Verkehrsteilnehmer? Auch der Businsassen, die ja warten bis zur Haltestelle, die dürfen ja noch nicht raus. Dann lesen Sie so lange Romanhefte, ja, aber die an der Uhrzeit ändert die sich nichts. Die krakeelen dann da hinten rum, ist ja ganz klar. Und aber ich lasse die nicht raus, ich darf die nicht rauslassen. Ich darf die aus Sicherheitsgründen, aus Versicherungsgründen nicht rauslassen. Nein. Dann warten die da, ja, bis die Zeit gekommen ist, ja, und dann geht es wieder los und geht es wieder ganz schnell. Richtig, ja? teilweise bin ich schon 20 Minuten eher da. Waldwegmarathon für Busse, ja, habe ich gehört. Ja, das gibt es. Besonderes Wettbewerb, das ist für sonntags ohne Passagiere. Ja, das gibt es, aber das mache ich nicht mit. Das ist mir zu albern. Also Waldwegmarathon, und ich denke auch, dass die Waldwege dadurch leiden, und das mache ich nicht mit. Was ist ein Gelenkbusfahrer? Gelenkbus, ich. Ja. Ich fahre einen Gelenkbus. Also Gelenkbus ist, sagen wir mal, einer, der nicht nur von Hause aus sehr gelenkig sein muss, was ja der Begriff jetzt hier auch beinhaltet. Nein, der Gelenkbus hat selber ein Gelenk. Und zwar kann er um die Ecke fahren. Ach so, und das, der könnte sich auch so um die Ecke stellen und den ganzen Verkehr aufhalten. Also wenn Sie in Streik treten, ja, nicht? Zwei Gelenkbusse machen ein U. Und das U ist die sicherste Form, einen Stadtverkehr auf Zeit lahmzulegen. Und ehe die Polizei kommt, sind sie schon woanders und machen dort ein U. Ein X vor ein U. Ja? Richtig. Wir können auch X machen im Gelenkbus. Zwar? Auch schön. Ja. Aber da müssten sie übereinander fahren. Nein. Wir können zwei Busse so abknicken, dass man die, wenn man sie zusammenstellt, dass es ein X ergibt. Das hindert ja nur noch mehr. Ja, ja, das sieht aber... können sie die Rote Armee aufhalten. Das sieht phänomenal aus. Das ist einfach das Schönste, was es gibt. Abgrundtechnik, ja. Man sagt also, dass es Fahrer gibt, ja, die auch in Abgründen, ihre Geschwindigkeit nicht senken müssen, sondern haarscharf am Abgrund, vorbeifahren und dafür Preise einheimsen. Ja, das sind die Alpenrallyes. Ja. Abgrundrallyes genannt. Abgrundrallyes, ja. Ist eine Kunst für sich. Ja, habe ich auch schon ein paar Mal mitgemacht. Ja. Macht wirklich Spaß. Leitplankentechnik, wie nennt man das? Man stößt sich ab. So wie eine Leitplankentechnik ist ein moderner Begriff. Und zwar ist an der linken Seite und an der rechten Seite des Chassis, des Autos, sind Magnete angebracht. Und in den Leitplanken selber auf der Strecke sind Stahleinlagen. Und wenn man sehr nah an die Leitplanken dran fährt, bleibt der Wagen haften. Und dadurch kommt ein Bremseffekt im Notfall zustande, oder was ist das der Zweck dafür? Das ist eine Automatikbremse. Es ist ja oft so, wenn man in hoher Geschwindigkeit abbremst, dann kann schon mal sein, dass solch eine Bremsbacke ihren Geist aufgibt, dass sie platzt, oder weil es ja noch leider noch keine Keramikbremsen gibt, und das dass ist sie schlimm. Zu heiß werden. Und das ist schlimm. Das ist also sehr schlimm. Wenn ein Bus seine Bremsen verloren hat. Ja, richtig, das ist sehr schlimm. Ist er Kraft der Tonnen, des Gewichts der Insassen, wie ein Geschoss. Aber in Zukunft ist es möglich, dass dann ein Busfahrer nur entweder nach links oder rechts kurz einen kleinen Schlenker macht, sehr nah an die Leitplanke kommt und sofort aufgehalten wird. Deshalb ist es auch wichtig, dass man Vorrichtungen im Bus hat, damit die Menschen, die befördert werden, sozusagen mit einem Gurt befestigt sind. Denn sonst würden Sie, wenn der Bus wie so eine Fliege kleben bleibt, an der Leitplanke, würden Sie fliegen und Sie fahren weiter. Da fliegen Köpfe. Da fliegen Köpfe durch die Frontscheibe hindurch, nicht? Das ist noch schlimmer als Ihre Regentropfen, die ja nur von vorn kämen. Richtig. Ja? Was kann einen solchen Bus verletzen? Also zum Beispiel sagten Sie, wenn er ganz schnell fährt, ein Regentropfen. Das Regentropfen. Ein Storch. Ein Storch in der Windschutzscheibe. Da ist der beste Fahrer. Das ist phänomenal. Das ist Schicksal. Da kann man nichts machen. Da bringt er keine Kinder. Dann bringt er diesmal keine Kinder, sondern den Tod. Den Tod, ja. Hm.